Oh nein, Leute, es ist schon wieder passiert. Mutter hat wieder mein Spiel versteckt. Als ob das mir 2020 nicht schon gereicht hätte, als ich den ersten Teil gespielt habe. Und jetzt spiele ich den zweiten Teil und deshalb sind wir auch zu zweit heute. Grüß dich, Litro. Ja, hier bin ich mal wieder nach langer Zeit. Sag ich mal hallo. Ja, ich habe dich mal wieder eingeladen. Wenn kein Update für deinen Hack kommt, dann muss ich ja anderweitig an dich rankommen. Gibt's das schon längst. Nicht zeigenswert. Also, ja, danke. Bitte. Okay, aber jetzt haben wir ja hier was super Schönes. Ja, ich denke auch. Das schaut wirklich sehr schön aus, auch vom Stil her. Bin ich mal gespannt. Ich finde es sehr schade, dass du die Musik nicht hörst, weil die ist die ganze Zeit im Loop, alle paar Sekunden. Ja, das werde ich mir in der Aufnahme dann anhören. Das siehst du dann im Video, genau. Sollen wir mal auf Start drücken, wie hat Toad früher gesagt? Na, Toad hat früher Start gesagt. Na, dann klicken wir da doch mal drauf und wählen auch direkt das erste Level aus. Wir werden heute 15 Level machen. Level 1. Die Couch. Also das Spielprinzip ist natürlich relativ einfach. Wir müssen halt mein Spiel finden, weil das wurde versteckt. Da ist die Mutter. Die darf sehr man nicht befreien oder was? Natürlich. Und guck mal, was da ist. Mein Dauerständer. Oh. Hanje! Ja, du hast es geschafft. Das hat so gespoilert im Menü. Es hat die Couch gezeigt. Da, das ist wahrscheinlich die Leiter. Jetzt brauche ich eine Leiter. Ja, ich glaube, ich werde total gespoilert. Da ist es ja schon. Achso, ja, aber das ist zu weit oben, ne? Weil ich ein scheiß Kind bin, oder? Nehme ich mal an. Achso. Ich glaube, du musst die Leiter. Ja, guck ja. Ja, genau. Wow, okay, man wird wirklich gespoilert. Ich habe da gerade drauf geachtet im ersten Teil. Im Duschvorhang steht eine Frau. So wie man es aus Filmen kennt. Das ist eigentlich das Fenster, aber ja, Duschvorhang, genau. Mann, ich ja. Oh nein, das hast du so. Ja, ich musste ja mal die Animation zeigen, weißt du, für die... Du wolltest nur spannen. Weil wir zeigen ja alles. Nee, zeigen wir nicht. Wir machen nicht die Muttersammlung, das werden wir nicht zeigen. Was ist denn das? Ja, kann man da die Mütter anschauen? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es für die 100% jedes Mal von der Mutter gefangen werden, wo ich mir halt denke, nö. Das dreht den Sinn des Spiels um, quasi. Ja, genau. Du musst die Mutter suchen. Wobei die ja immer am einfachsten zu finden ist. Wo ist sie jetzt? Warte mal. Unterm Schrank. Ich glaube, hier. Oh, doch nicht. Wie schade. Und da ist was stuck, glaube ich. Wo ist das runtergegangen? Hättest du auch die Mutter mit dem Besen rausholen können aus der unter der Couch? Sollen wir das mal probieren? Vielleicht geht's. Sollen wir die mal anstupsen? Komm, das probieren wir mal. Hier war der Besen. Was passiert, wenn wir die Mutter anstupsen? Das können wir doch bestimmt, oder? Nicht? Können wir die Mutter nicht anstupsen? Oh, doch. Doch? Mama! Sehr schön. Sehr schön. Finde ich gut. Oh Mann. So, Level 4. Das funktioniert. Das Bücherregal. Liest du Bücher? Ich habe kein Bücherregal. Ja, aber liest du Bücher? Das sagt schon alles, oder? Weil das sagt nicht unbedingt alles. Ich habe auch kein Bücherregal und ab und zu lese ich doch mal was. Nee, aber ich lese eigentlich im Internet alles, was ich benötige. Okay. Ich glaube, ich sehe auch schon, die Leiter ist hier kaputt, ne? Ja, aber du kannst es trotzdem versuchen. Versuch's doch mal. Dann kann ich das hier dann hinlegen? Okay, wir probieren's. Wahrscheinlich krache ich darunter, ja, genau. Oh. Oh. Schönes mal. Bild. Look at that ass. Oh, schön. Wiederholen. Och, Mann. Ich schätze, du musst einfach nur die Bücher nehmen und da hinlegen. Ja, das dachte ich mir nämlich auch so schon. Ein Stapel Bücher. Und das wahrscheinlich obendrauf. Ja. Easy. Yeah. Ich hätte einfach die Lampe hier genommen und dann den DS runtergeschmissen. Na ja, stimmt, aber vielleicht ist die Lampe ja festgeschraubt oder geklebt. Ja, wahrscheinlich. Die klebt am Boden fest. Was ist denn da unten? Ist das wieder die Mutter? Toll, da ist ein Bild von der Mutter. Großartig. Na? Alles klar bei dir. Gut, 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 gut. Sie ist nicht erfreut. Ja, sie sieht echt nicht erfreut aus.
Nagelclips bekannt. Kannst du jetzt die Mutter ihre Nägel klipsen? Oder? Ja, ich habe die Mutter entfernt. Sehr gut, dann haben wir ja das Spiel durchgespielt, oder? Die Mutter ist ja, ja weg. Naja, aber sie versteckt trotzdem die Spiel, das ist ihr Geist dann. Wow, oh, ist sie wieder gut versteckt. Schläft hier jemand drunter? Ja, ein Baumstamm. Ja. Warum schläft da ein Baumstamm? Mutter 2. Wahrscheinlich. Bringt mir die. Ja. Nee, die Kissen bringen mir gar nichts. Soll ich das jetzt als Treppe nehmen? Wow, ich muss sehr oft wo hochsteigen. Also da. Auf Baum. Ich glaube, der erste Teil war bis dahin abwechslungsreicher. Ja, es liegt auch nur daran, dass sehr halt so viele Baumstämme sind aus dem Haus. Und Blätter auch. Oh nein! Blätter sterben! Da war eine kleine Mutter, die ist gewachsen. Ja, wie passt die da eigentlich drunter? Stimmt. Da guckt das Auge raus. Wo ist das nur? Ich glaube, da rechts oder die zwei einzelnen sein. Blätter. Ja, wahrscheinlich. Aber warum ist dann das Geäst da drüben? Ja, das symbolisiert, dass da die ganzen Blätter von dem einen kleinen Ast rein. Die sind da, da ist ein Baum neben dem Haus und dann fliegen die da halt rein. Ja. Dann würde ich aber nicht lüften. Drunter. Mach ich eh nicht, ich lüfte nie. Oh. Nett. Ups. Aber schönes Schattenspielchen. Ja. Dann ist sie hier also nicht. Aha. Und das sieht sie jetzt nicht, oder? Sie steht da direkt daneben. Na toll. Ja. Sie ist da, wo der Schatten nicht gezeigt wird. Ist das der Opa wieder? Ist das der Opa vom ersten Teil? Nee, das sieht aus wie der Opa mit... Ja, nee, das ist der Opa. Und das ist die Mutter mit Opa-Klamotten, oder was? Ja, tatsächlich. Wow, ich dachte... Nehm mal an, dass das der Opa ist, ich weiß es nicht. Ich dachte, der Opa hätte, also das wäre eine Opa-Maske und darunter wäre die Mutter. Kannst du alle Suppen nehmen? Ja. Hoffentlich. Natürlich. Du musst sie alle dem Opa geben, wahrscheinlich. Ist das Ramen? Ich glaube, der ist ja hungrig, der alte Mann. Ach, der braucht noch Stäbchen. Ach, der muss dann wahrscheinlich aufs Klo... Ah, nee, der saut sich ein. Und dann... Hä? Ja. Ja, da liegen Stäbchen. Ich glaube, der sollte es nicht ohne essen. Ach, da liegen Stäbchen. Die habe ich gar nicht gesehen. Guck mal, ist ja gut, dass wir zu zweit sind. Ja. Denn 16 Augen sehen mehr als eins. Das ist richtig. So, jetzt hast du Stäbchen und jetzt hast du das hier. Mein Cousin kann mit Stäbchen essen. Ich finde das sehr beeindruckend. Du kannst das nicht? Naja, ich habe es nie probiert. Ich weiß nicht, ob ich es könnte. Du musst es vielleicht probieren. Also ich weiß, wie man das Stäbchen halten soll. Das habe ich mal irgendwo gesehen. Dass man den einen, den klemmt man sich da zwischen die Finger. Und der bleibt dann fest und mit nur den anderen bewegt man ja, ne? Damit führt man dann sehr Druck aus. Genau. Ja. Also so viel weiß ich wenigstens auch. So, jetzt muss der... Und jetzt? Oh. Hab ich ihn umgebracht? Ist einfach tot. Ja. Ich dachte, er geht jetzt zum Klo, weil der... Ist einfach gut, gestorben. Okay. Das Spiel ist ja brutal. Muss man sagen. Ich kann doch nicht mit dem Sitzkissen da hoch, oder? Das reicht doch niemals, das dachte ich mir schon. Ja, ich setze mich erstmal hin. Gute Nacht. Game over. Ja, tatsächlich. Wo kommt die Decke her? Ja, Mutter war lieb und hat dich zugedeckt. Ach, das hätte jetzt aufgehört, sein Spiel zu suchen. Das hat eine Belohnung verdient. Genau. Von dem ganzen Suchen. Vielleicht musst du es vor Mutter legen, damit sie einschläft. Ja, vielleicht. Hier, schlaf. Tatsächlich. Aber jetzt soll ich auf die draufsteigen, oder was genau? Ach, das geht dann! Hä? Aber direkt vorm Schrank geht's nicht. Naja, weil das verdichtet werden muss, die Sitzmasse. Das ist so ein Sack. Das muss erst hart werden, und dann kann man hochsteigen. Toll. Och Mann, ey. Wo könnte die Mutter sein? Im Lichtschalter. Wir schauen mal, im Dunkeln. Ich leuchte jetzt hier einfach mal. Oh! Ja, dich habe ich total gesehen. Warum hat er eine Maske auf? Das ist der Opa. Vielleicht. Das
ist ein mexikanischer Wrestler. Oh nein, das ist die Mutter. Schnell weg da. Ist das vielleicht hier? Vielleicht rechts an der Couch oder so. Ja, es ist echt der Opa wahrscheinlich. Ne? Tatsächlich. Rechts an der Couch. Wow. Cool. Hast du das auch immer in deiner Wohnung so, wenn du was suchst und dann siehst du gar nichts und dann musst du es erst anleuchten und dann taucht es einfach auf? Ja, das kenne ich. Die Dinge sind unsichtbar. Natürlich, was auch sonst. So VR, oh, muss ich das dem Opa aufsetzen, dass der nichts. Das wäre lustig. Ich probiere es einfach mal auf. Oh. Ups. Oh, oh. Ich wollte kein Polizei Geld. Kam. Ich wollte nur mein Spiel. Ich wollte nur meinen Nintendo DS. Stimmt. Aber ich probiere es jetzt wirklich mal ihm aufzusetzen. Ja. Und dann? Ja. Fall um. Los. Macht der noch ja, irgendwas? Stups. Ja. Oh. Alles ach, gleich hast du den Spieler umgebracht. Ich bin ja voll gemein zu dem. Bringst du immer deinen Opa um, was soll denn das? Oh, das Hütchenspiel wieder. Oh. Das ich, also wenn es wie beim letzten Mal ist, was ich nicht glaube, Mitte. Dann ist es hier unter seinem Hut. Achso. Nee, okay, dann ist es unter dem Lampenschirm. Ich wette, es ist unter keinem Hütchen. So war es beim ersten Teil nämlich auch. Man kann ja dem nachschauen, aber es bringt also nichts, ne? Da, was ja, habe ich gesagt? Okay. Was habe ich gesagt? Mitte. Weil beim ersten Teil, da waren keine Lampen, dann war es unter seinem Hut. Ja. Eieiei. Das weißt du jetzt natürlich nicht, da habe ich dich jetzt krass gespoilert. Ja, ich würde den ersten Teil eigentlich auch noch spielen, also. Na, du kannst den ersten Teil bei mir angucken. Stimmt, dann werde ich da eher halt gespoilert. Okay, ja. Ist das eine Klopapierrolle oder was? Nee, das ist einfach nur. Das ist eine Klopapierrolle, die die Dusche betätigt. Das ist ein überdimensionaler Schalter für die. Vor allem, glaub, warum ist die Dusche in diesem Raum hier? Ja, weiß noch nicht. Du musst den Duschkopf nehmen, oder? Kann das sein? Vielleicht. Und jetzt? Kann ich den bis hier hinten ziehen oder was? Nee. Jetzt musst du anmachen. Jetzt wird jetzt mal anmachen und dann. Ein Ach klar! Alles klar! Logisch! Da taucht ein Regenbogen auf, mitten in der Wohnung. Ja, ein solider Regenbogen. Ein solider Regenbogen. Ja, da hast du wahrscheinlich deine Spiele wieder, dein Spiel drin gehabt mit Underground verändern, Dings da. Ja, yeah. Dann das ist The Rainbow Road, that's where you go. Ja, genau. It's called a road, it's called a rainbow road. It is the road where you go. Ah, jetzt hier Opa. Oh. Opa muss zum Rächer werden. Was? Alles klar. Mach ihn nicht böse. Ich versuch's. Ja, da ist die Mutter drin. Aber ich dachte, ich kann vielleicht eine Seite aufmachen. Das geht aber nicht. Nee, das ist ein Schrank. Ich glaube in der Lampe, oder? Das hat man noch nicht probiert. Das können wir mal probieren, ja. Okay, mit die Lampe anstupsen bringt nichts. Ah, ich kann das Fenster aufmachen und dann kommt ein UFO. Und was ist, wenn ich hier? Musst du es anklicken? Tatsächlich. Ah, ja. Und dann soll ich den Opa entführen lassen oder was? Hier, nimm den mal mit, Alter. Och, der arme Opa. Tschüss, Opi. Achso, die wollen den nicht. So, jetzt bist du ein Alien. Natürlich, Rexte. Und ich glaube, du kannst das Tuch jetzt wegmachen unter ihm. Ha. Also, aber dann bringt die Maske ja gar nichts. Okay, wow. Das war eine Verblendung. Ja, genau. Aber das war's dann auch vom heutigen Part tatsächlich. Das ging ja recht fix. Das ging recht fix, ja. Waren auch noch die ersten Level. Aber du warst eine gute Unterstützung, gerade mit den zwei Stäbchen. Ja, die sind wichtig. Darauf gucke ich immer als erstes. Auf die Stäbchen. Darauf guckst du immer. Alles klar. Oh Mann. Ja, dann. Willst du das Schlusswort übernehmen? Ja, natürlich. Also danke fürs Zuschauen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Papa! Hat mein Spiel versteckt. 2! Eigentlich Mutter hat mein Spiel versteckt, aber ist okay. Ah, sorry. Ich habe mich verwechselt. Akzeptiere ich jetzt einfach. Ich lerne die Namen nicht auswendig.
Okay, dann. Also dann bis dann. Tschüss. Tschüss.